Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich als letztes. So auch hier im südspanischen Totalan, nahe der Küstenstadt Malaga. Ein zweijähriger Junge war am Sonntag in ein rund 100 Meter tiefes Loch gefallen und bisher gibt es keine Lebenszeichen des Kindes. Man hat nur Haare von ihm gefunden, die belegen, dass er in das Loch gefallen sein muss. Seitdem wird mit Hochdruck an der Bergung gearbeitet. Engel Vidal, ein Ingenieur vor Ort, am Donnerstag. Natürlich sind alle unsere Bemühungen darauf gerichtet, so schnell wie möglich zu sein. Aber ich muss sagen, dass dies extrem schwierig ist. Alle Arbeiten vor Ort werden ohne vorherige Analyse des Bodens ausgeführt. Wir finden unterschiedliche Erdschichten, unterschiedliche Gesteinsarten und all diese Faktoren stellen uns vor ständige Schwierigkeiten und Veränderungen, weshalb wir unsere Entscheidungen ständig überdenken müssen. Daher verzögert sich die Bergung des Kindes, auch wenn die Unterstützung sowie die mediale Aufmerksamkeit bei dieser Rettungsmission zurzeit gewaltig ist.